Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeklickt habt und ich habe euch auch etwas Nettes mitgebracht. Und zwar ein SUV. Ja, wieder ein SUV. Kompaktklasse im Premium-Segment so gesehen. Und damit auch noch ein ganz besonderes, was diesen SUV-Trend auf eine Absurditätenspitze treibt, nämlich ein SUV-Coupé. Der BMW X2 steht hier neben mir und den möchte ich euch heute vorstellen und wenn es euch interessiert, bleibt dran. Viel Spaß! Ja, so ein bisschen Polarkälte haben wir hier in Bayern mittlerweile auch erreicht. Der erste Schnee ist hier schon gefallen. Und in Alpinweiß ist unser BMW X2 M-Sport X hier gehalten. Eine Unilackierung kostet aber 200 oder 250 Euro Aufpreis. Was man allerdings hier sieht, es ist auch dieses M-Sport-Paket verbaut. Es ist deutlich breiter, es ist ein riesiges Maul haben wir hier, was hier eine Öffnung bildet mit dem Kühler, der unten drinnen ist. Diese grauen Elemente, die wir hier haben, gehören zu diesem X-Paket, was nochmal das Ganze mit Akzenten nochmal hervorheben soll. Hier haben wir diese Air Breather, das heißt also Luftvorhänge, die hier tatsächlich den Luftstrom aerodynamisch führen. Wir haben auch hier hinter den neu gestalteten riesigen Nieren, die jetzt nun hier unten breiter werden, anstatt bis sonst war es immer eher nach oben gehend. Hier hat man die Nieren umgekehrt, praktisch auf den Kopf gestellt. Dahinter haben wir ebenfalls aktive Lüftungsklappen, die hier für den Motor die dementsprechende Luftzufuhr sorgen oder ihn von Kaltluft befreien, damit er aufheizen kann. Hier auch LED-Scheinwerfer optional verbaut. Diese sieht man hier auch sehr, sehr schön an diesen Oktagon gezeichneten Lichtinsignien. Sehr, sehr schön das Tagfahrlicht gezeichnet hier. Aber richtig schön ist auch, wie tief der Wagen bereits hier in der Front kommt, wie breit er schon mal dasteht. Aber die Besonderheit geht dann eher zum Heck, zur Seitenlinie und im Heckbereich. Und die schauen wir uns natürlich auch an. Bei der Seitenlinie ist der BMW X2 sofort von seinem Zwillingsbruder, dem BMW X1, deutlich zu unterscheiden, wie schon an der Front. BMW hat es tatsächlich geschafft, hier einen eigenständigen Charakter rauszuzimmern. Und es soll auch ein komplett anderes Fahrzeug sein, denn es soll ein sogenanntes SUV-Coupé sein. Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich diese Ironie oder dieser Schwachsinn, muss man ganz ehrlich sagen, den es immer mehr gibt. Wir haben jetzt hier nämlich ein 4,36 Meter langes Fahrzeug gegenüber 4,44 Meter beim X1 und die Dachlinie wurde um 7 cm ebenfalls abgesenkt auf lediglich 1,53 Meter zu 1,60 Meter beim X1. Und genau da sieht man auch schon den ersten Punkt. Das heißt, wir sind schon mal tiefer von der Dachlinie. Wir haben wahrscheinlich noch ein bisschen das Fahrwerk hier etwas tiefer gelegt, natürlich durch das M-Sport-Fahrwerk. Sehr, sehr schön gefällt mir hier hinten dieser kleine Hofmeisterknick. Der ist beim X1 deutlich größer ausgeformt. Wir haben hier kleinere Fensterflächen als beim X1. Und das ist mein persönliches Highlight. Ich finde es ein sehr, sehr schönes, ja, historisches
Zeichen, dass BMW hier dieses Emblem wieder einfügt. Das hatte man in den 70er Jahren auf alle Fälle schon einmal und da hat es schon wirklich sehr, sehr schön angemutet und hier hat man es wieder aufgeleben lassen, das Ganze. Und ich finde, diese Tradition sollte BMW weiterpflegen. Ich finde, das macht durchaus etwas her. Unser Testwagen hier, ein Mietwagen, steht natürlich auf 17 Zoll Winterräder. Normal sind hier 19 Zoll verbaut. Hier sieht man auch wieder vom M-Sport X-Paket die grafitgrauen Elemente und natürlich für das M-Paket diese breiten Schweller. Am Heck hat BMW auch beim X2 einiges verändert bzw. ihn komplett anders gestaltet als den X1. Lediglich diese Heckleuchten hier erinnern noch an den Bruder. Wir haben hier LED-Rückleuchten drinnen. Lediglich einzelne Leuchtmittel sind weiterhin noch Halogenbirnen. Finde ich etwas schade bei einem SUV der Premium-Klasse, dass man das machen muss. Die Modellschriftzüge, die wir hier drauf haben, X2 und S-Drive 20i, können auch abbestellt werden, kostenfrei. Wir haben hier auch wieder den Diffusor, der hier unten angedeutet wurde, in Anthrazit. Hier unten eine Steckdose für die Anhängerkupplung, die hier verbaut ist, die ausklappbar ist. Auspuffendrohre haben wir links und rechts jeweils eines. Sehr, sehr schön angebracht. Macht das Ganze auch nochmal den Wagen deutlich breiter, zieht ihn wieder ebenfalls durch diese großen Rückleuchten in die Breite hinein. Wir haben ein sehr, sehr kleines Heckfenster, eine deutlich abfallende Dachlinie. Und sehr schön hier haben sie es geschafft, unter anderem, dass der Heckdeckel mit dem Logo öffnet, elektrisch in dem Fall. Ja, beim Laderaum hat BMW dem X2 noch ein ordentliches Maß spendiert. Wir haben nämlich 470 Liter Stauraumvolumen bis 1355 Liter. Das sind rund 200 Liter im Maximum weniger als beim X1 bzw. 35 Liter weniger als beim X1. Doch viel wichtiger ist natürlich wieder für euch da draußen, wie tief, breit und so weiter ist denn der Raum. Und das habe ich bereits ausgemessen. Ich schaue es mir jetzt gleich für euch an. Und zwar 106 cm Laderaumbreite haben wir. Wir haben 74 cm in der Tiefe bis zu den Lehnen im tiefsten Punkt. Und 63 cm am engsten Punkt, weil das Ganze leicht gewölbt ist. Hier in der Ecke nach unten. Die Hutablage ist natürlich hier herausnehmbar. Das ist kein Thema. Die Rückbank fällt im Verhältnis 40-20-40 um. Und wenn wir dann umlegen, dann können wir bis zum Beifahrersitz, wenn er nach ganz vorne geschoben ist und die Lehne nicht noch in einem erträglichen Winkel steht, bis zu 1,69 Meter lange Gegenstände einladen. Was noch ganz respektabel ist und auch für so ein Fahrzeug sicherlich nicht allzu schlecht. Wir haben hier noch einen doppelten Ladeboden, den wir hier unten haben. Der verträgt auch noch mal einiges an Kleinkramzeugs. Da unten sind sogar Verzurrösen drin. Sehr, sehr schön. Es geht aber dann ungefähr 30 cm tief runter. Vor allem, wenn wir den Boden drinnen lassen, haben wir hier schon ungefähr 10 cm eine kleine Ladekante. Und die Gesamtladekantenhöhe beträgt auch stolze 75 cm, die wir hier zu überwinden haben. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns an, wie es auf der Rückbank zugeht. Ja, steigen wir mal ein hier in den BMW X2 M4. Interessant, wir kommen sehr, sehr gut noch rein, trotz des niedrigen Dachs. Wir sitzen hier auch recht ordentlich. Den Sitz habe ich auf meine Größe von 1,78 eingestellt, in bekanntermaßen. Ja, die Sitze, die Knie stoßen genau an diese Ausformungen, an die Lehne an. Ich könnte mich natürlich noch ein bisschen aufrechter hinsetzen. Dann die Füße passen einwandfrei unter den Vordersitz. Die Kopfstützen hinten im Fond lassen sich genügend weit hinausfahren. Viel Platz ist da ja auch nicht. Wir haben ein Glaspanoramadach verbaut, aber das schränkt uns hier nicht sonderlich ein. Ja, die Sitzpolsterung ist wirklich gut, sehr schön ausgeformt hier hinten. Drei Personen sitzen hier definitiv nicht. Lediglich zwei im Normalfall. Wir haben Luftausströme in der Mitte und zwei USB-C-Anschlüsse. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Isofix haben wir ebenfalls. Reboarder-Kindersitze wurden von mir installiert. Wie bekanntermaßen mein Maxi-Cosi Milofix ist das. Wurde einwandfrei noch untergebracht, gerade so mit Hängen und Würgen von der
Platzfreiheit nach vorne zur Lehne. Das ging schon gerade so und das Reinwuchten hier des Sitzes durch diesen schmaleren Türausschnitt, das ist schon eine kleine Tortur. Also für Kinder ist das vielleicht nur begrenzt geeignet, dieses Fahrzeug. Dann nehmen wir jetzt vorne einmal Platz hinter dem schönen, wulstigen BMW M Lederlenkrad auf Sportsitzen Marke Mini. Ja, es sind Minisitze, die hier verbaut sind, nicht etwa Dreier BMW-Sitze. Nichtsdestotrotz, es sitzt sich ordentlich. Die Schenkelauflage ist ausziehbar. Wir haben Wangen, die in der Breite sich anpassen. Wir haben ein Ratschensystem für Höhe und Tiefe. Lediglich ein Drehrad wäre schön, denn die Lehne hier lässt sich ein bisschen mitunter schwierig justieren. Also das könnte BMW durchaus besser machen. Das Lenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe verstellbar. Also da findet auch jeder Optimum seinen Platz. Nach oben habe ich auf alle Fälle noch eine Faustbreit Platz, trotz Panoramaglasdach. Aber auch Knieraum ist genügend gegeben und die breite Mittelkonsole stört mich auch nicht allzu sehr. Ja, wir kommen im Innenraum vom BMW X2 M Sport. Wie wir sehen, ist tatsächlich M Sport, bedeutet hier in erster Linie fangen wir an mit einem dick aufgepolsterten M-Lederlenkrad mit großen, komplett übersichtlichen Tasten. Es ist wirklich eine tolle Bedienung. Tempomat haben wir hier auf der linken Seite. Abstandstempomat, wenn wir ihn hätten, würden wir hier auch drüber regeln. Spracheingabesystem, laut und leiser bzw. skippen von Tracks hier. Telefonannahme und Auflegen haben wir hier. Wir haben einen Blinker, einen Lenkstockhebel hier links. Der ist belegt mit Blinker, Fernlicht, Lichthupe und dem Bordcomputer-Taster und dem Automat, dem Fernlichtassistenten. Rechts haben wir den Lenkstockhebel für die Wischerbedienung, und zwar Front als auch Heck mit Drehen. Wir haben auch eine Wischerautomatik, weil wir einen Regensensor verbaut haben. Hier in der Mitte ist das große Navigationssystem Plus verbaut. Das ist ähnlich dem Navigationssystem Professional von den anderen BMW-Modellen bekannt. Gegenüber den anderen, was es nicht kann. Es kann keine Gestiksteuerung, dafür aber ist der Schirm mittlerweile ein Touch-Bildschirm und wir können uns die Kacheln auch hier zurecht schieben, wie wir sie gerade hätten gerne. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Wirklich toll aufgelöst, der Monitor hier sehr gut integriert, auch von der Bedienung einwandfrei, fehlt sich gar nichts. Wir können auch in der Karte raus und reinzoomen, wie es uns beliebt. Sehr, sehr schön das Ganze. Wunderbar, zurück zum Standort. Dann haben wir hier eine sehr übersichtliche Mittelkonsole. Die Materialien sind durchweg gut. Wir haben hier aufgeschäumte Kunststoffe. Hier haben wir auch noch Ziernähte eingesetzt. Hier blaue Ziernähte für die M-Sport-Variante. Wir haben hier die Stoff-Alcantara-Bestuhlung und Polsterung. Mit blauen Einsätzen, blauen Nähten, die sich auch hier durchziehen. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier den Doppelkupplungsschaltknauf, darunter den Fahrerlebnisschalter, der sich mit zwischen Sport, Komfort und Eco Pro variieren lässt. Die Einstellung für den Parkassistenten hier, der auch verbaut ist. Wir haben eine elektronische Parkbremse, allerdings kein Auto-Hold. Hier ist der Bedienbutton für das iDrive-Control-System. Mit Touch-Funktion, das heißt, wir können hier auch bestimmte Sachen drauf schreiben. Wir haben eine höhenverstellbare Mittelarmlehne. Hier darunter verbirgt sich für das Smartphone die Induktivladeschale. Da können wir unser Telefon dann induktiv laden, auch gegen Aufpreis. Hier unten drunter ist noch ein Ablagefach mit einer USB-C-Schnittstelle. Hier unten haben wir noch eine USB-Buchse, eine normale USB-Buchse. Das ist übrigens der Zündschlüssel, den wir hier sehen, auch M-Sport, hier die M-Insignien drauf. Sehr schön, ein leichter Schlüssel, auch wirklich optisch schön und fasst sich auch schön an. Dann gehen wir hier auf die Mittelkonsole nochmal ein, sehr kompakt das Ganze. Das Klimabedienteil sehr übersichtlich, sehr schön angeordnet mit den Sitzheizungsmöglichkeiten hier. Wir haben hier Direktwahltasten, da können wir uns bis zu 8 Positionen individuell einspeichern. Das sind nicht nur Radiosender, sondern da können wir uns dann tatsächlich auch einspeichern, dass die Karte in eine andere Richtung zeigt oder dass wir direkt zum Bordcomputer kommen.
bekommen oder ähnliches. Sehr, sehr schön. Ein CD-Laufwerk kostet übrigens 100 Euro, ist hier verbaut. Und hier oben ist der Schalter für die Assistenzsysteme. Mit einem Drück können wir alle Assistenzsysteme aktivieren. Ansonsten gehen wir hier in die Konfiguration und können uns auswählen, was wir denn gerne hätten oder was wir gerne nicht hätten. Ja. Übersichtlich ist das Ganze. Wir haben ein kleines Kombi-Instrument. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Es hat im Prinzip nur zwei Rundinstrumente. Das sieht digital aus, ist es aber nicht. Es ist, sind analoge Zeiger und dahinter sind dann tatsächlich auf eine Black Panel-Technologie hin basierend beleuchtete Ziffern zu sehen. Mir persönlich gefällt es tagsüber nicht. In der Nacht hat es eine schöne Auflösung, weil dann alles weiß ist und die Tachonadeln schön rot abgesenzt sind. Das hat dann Style. Der Bordcomputer da unten, das ist das kleine digitale Feld, was wir da unten haben. Das ist aber auch schon alles, was mit digital zu tun hat. Digital soll es jetzt hier nicht weitergehen, sondern ich würde sagen, wir fahren einfach los und schauen mal, was der BMW X2 so kann. Ja, ich bin jetzt unterwegs mit dem BMW X2 S-Drive 20i. S-Drive 20i steht für Vorderradantrieb, X-Drive würde nämlich für Allradantrieb stehen und 20i für die Motorisierung. Wir haben hier tatsächlich einen 2 Liter Vierzylinder Turbomotor unter der Haube als Benziner. Der leistet 192 PS und 280 Newtonmeter Drehmoment im Maximum. Nein, knapp unter 8 Sekunden geht es auf 100, knapp über 220 Stundenkilometer Topspeed bietet der Wagen. Ist hier gekoppelt an ein 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe. Ja, auch hier hört ihr richtig, BMW verwendet wieder Doppelkupplungsgetriebe. Nicht nur bei den M-Modellen, sondern jetzt tatsächlich auch bei den Vorderradantriebsplattformen. Das hat BMW jetzt erst vor gut einem Jahr ungefähr umgestellt. Angefangen hatte man auch in den Mini-Modellen. Jetzt ist man mittlerweile hier auch bei den BMW-Modellen soweit, dass man sagt, okay, das Doppelkupplungsgetriebe kommt hinein. Hinausgewandert ist dafür die 8-Stufen Wandlerautomatik von Easy. Und die war allerdings schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin ja wirklich mit einer negativen Erwartungshaltung hier an diese Antriebskombination herangegangen, gerade was das Getriebe nämlich angeht. Aber ich wurde hier wirklich eines Besseren belehrt, denn das, was wir hier fahren, ist so ziemlich die beste Motor-Getriebe-Anpassung, die BMW hier geschafft hat, vor allem mit einem Doppelkupplungsgetriebe. Der 2 Liter Vierzylinder ist hervorragend gedämmt, geht wirklich gut. Klingt nie angestrengt, sehr kernig, könnte allerdings auch vom Auspuffklang, gerade weil es so ein sportliches Fahrzeug ist, ja, eine schönere Klangnote auf alle Fälle vertragen. Das hier ist schon sehr, sehr langweilig. Das Doppelkupplungsgetriebe, was 7 Stufen hat und eben eine 8-Stufen Wandlerautomatik, die vorher schon sehr, sehr gut war, ersetzt, arbeitet wirklich vorzüglich. Also da gibt es keinerlei Probleme mehr, dass ich sagen würde, hey, hier ist Doppelkupplungsgetriebe, lasst es weg, schaut immer auf irgendwie einen Handschalter zu kriegen, auch wenn es den Wagen eh schon gar nicht mehr als Handschalter gibt. Aber brauchen wir auch nicht, denn das Doppelkupplungsgetriebe arbeitet erstens sehr, sehr schnell, zweitens wirklich ohne Zugkraftunterbrechung, drittens das Anfahrverhalten, was ja sonst immer bei Doppelkupplungsgetrieben auch von mir sehr, sehr stark kritisiert wird, ist hier perfekt gelöst. Also wirklich ähnlich einem Wandler macht das Ganze einen sehr, sehr smoothen, weichen Anfahrprozess mit und sorgt so wirklich für eine echt tolle Kombination aus Motor und Antrieb. Beim Fahrwerk hat BMW natürlich hier mit dem M Sport X ein Sportfahrwerk verbaut, was ein bisschen härtere Dämpfer hat. Im Alltag ist das mit diesen 17 Zoll Rädern, Winterrädern, die wir hier drauf haben, noch erträglich. Im Sommer möchte ich das ehrlich gesagt nicht mit 19 Zoll Notlaufreifen erleben. Dann ist das Ganze schon eher ein Gehoppel vermutungsweise. Es gäbe allerdings noch ein adaptives Fahrwerk, was wahrscheinlich dann in jedem Fall anzuraten wäre, weil wir dann vielleicht die Dämpfer doch noch mal ein bisschen weicher hinbekommen. Bei der Lenkung hat BMW wie immer einen sehr, sehr guten Mix aus Komfort und Rückmeldungsfreudigkeit erhalten und auch da macht der BMW X2
keine schlechte Figur. Im Gegenteil, der Wagen liegt wie ein Brett auf der Straße, geht perfekt ums Eck, lässt sich schön dirigieren, bietet genügend Feedback in der Lenkung für den Fahrer, sodass der Lenkwinkel perfekt umgesetzt werden kann. Und in der Stadt ist die Servotronic auch sehr, sehr leichtgängig und damit lässt sich das SUV auch perfekt in jede Parklücke dirigieren. Auf der Autobahn fällt allerdings auf, dass wir mit den Windgeräuschen ein bisschen zu kämpfen haben. Er ist zwar gut gedämmt, der Motor, die Windgeräusche, Abrollgeräusche kommen allerdings dann so ab 140, ja, deutlich zum Tragen. Man hört sie dann, es ist nie wirklich unerträglich, aber für gerade so ein Premium-Fahrzeug, wo man durchaus ein bisschen mit Akustikglas oder ähnlichem arbeiten könnte, was hier nicht verbaut ist, ja, da würde ich vielleicht auch etwas mehr erwarten. Ja, kommen wir zum Fazit des BMW X2 S-Drive 20i. Ein durchaus optisch ansprechendes Fahrzeug. Platz leider sehr eingeschränkt. Antrieb hervorragend. Toller Vierzylinder, genügend Power. Das beste Doppelkupplungsgetriebe, das ich je gefahren bin. Fahrwerk ist, naja, etwas zu straff geraten in meinen Augen. Und für wen ist so ein Auto jetzt eigentlich? Ja, für mich natürlich als Zwillingsvater nicht. Das ist dann tatsächlich eher was für Singles oder junge Pärchen, die tatsächlich eher so was Lifestyle-mäßiges haben wollen, sich aber von dem normalen SUV-Trend ein bisschen abgrenzen wollen. Dann ist so dieses SUV-Coupé für diejenigen sicherlich durchaus interessant. Der BMW X2 macht das schon sehr, sehr gut. Kommt besonders dynamisch rüber mit seinem Äußeren. Ist allerdings auch wirklich ein Fahrzeug der Premium-Klasse zu einem Premium-Preis. So wie er hier steht, kostet er rund 55.000 Euro. Ja, richtig gehört, 55.000 Euro für ein 4,36 Meter großes SUV, was eigentlich in der Golf-Klasse spielt. Viel Geld, ob man es ausgeben will oder nicht, weiß ich nicht. Die Frage stelle ich euch. Wie sieht's aus? Würdet ihr einen BMW X2 kaufen wollen? Und wenn ja, warum? Was gefällt euch am X2? Was würde euch am X2 stören? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen diskutieren. Ich würde mich jedenfalls freuen. Freuen tue ich mich auch über den Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ein Abo des Kanals krönt das Ganze natürlich noch. Und wenn ihr die Abo-Glocke nicht vergesst, dann sehen wir uns möglichst schnell auch bald wieder. Vielen Dank fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, sagt der Ubi.